sagt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Das heißt, diese Ayat belegen, wie fatal, wie schlimm es ist, dass man redet ohne Wissen, dass man urteilt ohne Wissen. Und das Urteilen, wie gesagt, ist allgemein. Ob du über Kaufverträge urteilst, über Eheschließungen urteilst, über Islam und Iman urteilst, über Erbrecht urteilst, über das Gebet urteilst, über As-Siyam urteilst. Das sind alles islamische Urteile. Wenn du es ohne Wissen machst, bist du wo? Bist du in der Hölle. Hör dir diesen Hadith an. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Qudatu thalafa. Es gibt drei Arten von Richter. Ithnani finnar. Zwei davon sind in der Hölle. Wa wahidun fil Jannah. Und einer ist im Paradies. Rajulun arafa al-haqqa faqadha bih fahuwa fil Jannah. Ein Mann, der die Wahrheit erkannt hat, oder die Wahrheit kennt und demnach richtet, dieser ist im Paradies. Das war's dann. Das ist der Einzige, der im Paradies ist. Jetzt kommen die zwei, die in der Hölle sind. Wa rajulun arafa al-haqq. Und ein Mann, der die Wahrheit kennt. Falam yaqdi biha. Falam yaqdi bih. Er hat aber nicht gemäß der Wahrheit geurteilt und gerichtet. Und er war ungerecht in seinem Urteil. Dieser ist in der Hölle. Und jetzt alle Mann die Herzen aufmachen, nicht nur die Ohren. Und wer diesen Abschnitt hört, der dürfte für den Rest seines Lebens seinen Mund halten. Und jemand, der die Wahrheit nicht kennt, und er den Menschen oder zwischen den Menschen geurteilt hat mit Unwissenheit, der ist in der Hölle. Einer der Erläuterer von Bulugh al-Maram heißt Sheikh al-Bassam, sagt, dies gilt beim Dritten, der weiß, der kennt die Wahrheit nicht und er urteilt unwissend. Er sagt, das gilt selbst, wenn er richtig lag. Auch wenn er richtig lag. Das bedeutet, jemand fragt dich, Achi, ich habe meiner Frau gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Wie ist das jetzt? Bin ich jetzt geschieden oder nicht? Glaub nicht. Nee, bist nicht geschieden. Kannst du hier hin. Der hat kein Wissen. Der hat kein Wissen, dieser Mensch. Der hat geraten. In einem Mist, das Rabbel in der Kiste. Und er hat geurteilt. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er liegt richtig oder er liegt falsch. Das Fatale an der Geschichte ist was? In beiden Fällen ist er in der Hölle. In beiden Fällen ist er in der Hölle. Wenn er richtig lag, landet er in Jahannam, und wenn er falsch lag, landet er in Jahannam. Warum? Wo ist der Beleg? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jemand, der die Wahrheit nicht kennt und der unwissend urteilt, der ist in der Hölle. Er hat nicht gesagt, wenn er falsch liegt. Hat er es eingeschränkt? Hat er nicht. Und die Regel lautet, wenn der Rasul sallallahu alaihi wasallam etwas nicht einschränkt, dann bleibt es allgemein. Das ist so fatal. Und wenn du zu einem sagst, du bist ein Kafir, obwohl du kein Wissen hast, dann ist es egal, ob du richtig liegst oder falsch. Du bist in Jahannam. Das sagt der Rasul alayhi salatu wassalam, sagt nicht ich. Welche Voraussetzungen muss man nun haben, um Urteile fällen zu dürfen? Al-Imam al-Shafi'i sagt, entschuldigt heute mit den Papieren hier. Naja, machen wir es auf Deutsch. Al-Imam al-Shafi'i sagt, nur derjenige darf islamische Urteile fällen, der erstens Verständnis des Korans hat. Und das bedeutet, die Bedeutung kennt, An-Nasikh und Al-Mansukh kennt, was wurde abrogiert, was wurde außer Kraft gesetzt, was ist allgemein und was ist spezifisch, Mutlaq, Muqayyad, Am, Khas, all diese Bedingungen. Zweitens, er muss die Sunna kennen und er muss die Hadith-Wissenschaft kennen. Drittens, er muss Arabisch kennen und er sagt sogar die Lyrik, Shi'r. Weil ansonsten kannst du kein Arabisch. Es geht, viele Leute sagen, doch, ich kann Arabisch. Ich kann mein Sandwich da kaufen. Da kann ich sagen, Atini irgendetwas. Ich kann Arabisch. Das ist doch kein Arabisch. Arabisch bedeutet, Arabisch zu können bedeutet, du kennst die arabische Grammatik. Was ist Ism Fa'il, Ism Maf'ul, was ist Fa'il, Maf'ul Bihi und so weiter. Warf Zaman, Warf Makan und. Das ist ja alles noch Kindergarten. Aber das tiefere Wissen über Arabisch. Es geht nicht darum, dass du da Tourismus Arabisch kannst. Wohin il ma? Sondern du musst schon richtiges Hocharabisch können. Viertens, er muss den Konsens kennen, Al-Ijma'. In welchen Sachen gibt es Konsens bei den Gelehrten und in welchen Sachen gibt es nicht? Das ist ein Fach für sich, der Konsens, Al-Ijma'. Er muss den Khilaf kennen, Meinungsunterschiede der Gelehrten. Wer hat was gesagt und warum? Ahmad ibn Hanbal sagte das, weil er das so belegt. Und Imam Malik hat aber eine andere Ansicht, weil er den anderen Beleg hat. Und Imam Shafi'i hat wiederum eine andere Ansicht und so weiter und so fort. Und er muss Usulul Fiqh kennen.
Also wie kommt man zu islamischen Urteilen? Hier machen wir die Nachen gleich, Fragen gleich. Hier muss man Folgendes unterscheiden, Barakallahu fikum. Die Fähigkeit, islamische Urteile zu fällen, unterteilt man in zwei Arten. Es gibt Gelehrte, die sind fähig, über alle Themen des Islams Urteile zu fällen. Frage ihn, was du willst, er gibt dir eine Antwort. Ob das Handelsrecht ist, Eherecht, Erbrecht, ob das die Gottesdienste sind, Aqidah ist, Fiqh, Usul, Fiqh, Hadith-Wissenschaft. Das sind die großen Gelehrten. Das ist eine Version. Man ist fähig, Urteile zu fällen in allen Themen. Die zweite Version ist, man ist fähig, in einem bestimmten Thema Urteile zu fällen. Fragst du ihn über Handelsrecht? Ach, keine Ahnung. Über Eherecht? Ich keine Ahnung. Mein Spezialgebiet ist Erbrecht. Frag mich Erbrecht. Man hat geheiratet, geschieden, dann die Tante, der Onkel und so weiter. Wie wollen wir das verteilen? Frag ihn, da gibt er dir die Antwort. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Entweder man weiß alles über die Religion, meine ich. Man ist in der Lage, über alles Fatwa zu geben. Oder nein, man kann nur Ibadat. Ach, die ganzen anderen Sachen. Frag mich Gebet, Fasten, Hajj, Zakat. Bitteschön, da sage ich dir, was du willst. Ob es richtig ist, falsch ist, wie du deine Pilgerfahrt gemacht hast, ob sie gültig ist, ungültig ist. Aber fragst du mich über Eherecht, Erbrecht, Handelsrecht, weiß ich nicht. Ist das klar? Aber beide brauchen eine Grundausbildung. Beide brauchen das. Beide brauchen das, was Imam Shafi'i erwähnt hat. Beide müssen den Koran richtig kennen. Beide müssen Sunnah kennen und so weiter und so fort. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, Sekunde mal. Es gibt doch den anderen Hadith, dass derjenige, der ein Urteil fällt und richtig liegt, zweifach belohnt wird. Und derjenige, der ein Urteil fällt und falsch liegt, einfach belohnt wird. Ja, den Hadith gibt's. Aber heißt das, dass der Otto-Normalverbraucher das machen darf und er wird dafür belohnt? Was macht ein Gelehrter, damit er eine Angelegenheit erörtert? Er hat alle Belege aus dem Koran zu diesem Thema gesammelt. Wir reden zum Beispiel über diese Sache, ich habe meiner Frau gesagt, ich will dich nicht mehr sehen oder sowas ähnliches. Oder über Kufr und Iman, ob der Typ jetzt ein Kafir ist oder nicht. Oder über Kaufrecht, Handelsrecht, ist dieser Kaufvertrag richtig oder nicht. Was macht jetzt der islamische Gelehrte oder diese Person, nennen ihn Gelehrter oder nicht Gelehrter, diese Person, die ein islamisches Urteil fällen möchte, was macht er? Erstens, man sammelt alle Ayat zu diesem Thema. Zweitens, man schaut sich sämtliche Erläuterungen an. Was haben die Sahaba zu diesen Ayat gesagt? Welche verschiedenen unterschiedlichen Tafsirs gibt es? Erläuterungen gibt es dazu? Und so weiter und so fort. Welche Lehren können wir aus diesen Ayat nehmen bezüglich meiner Angelegenheit, die ich hier studieren möchte? Zweitens, er macht das Gleiche mit den Ahadith. Er sammelt alle Ahadith, die diesbezüglich ein Urteil haben. Er schaut sich diese Sachen an. Und er prüft diese Ahadith, ob die richtig sind oder nicht. Weil der eine Gelehrte sagt, dieser Hadith ist authentisch, der andere sagt, nein, ist nicht authentisch. Was macht er dann? Macht er dann im Innenminister das Rabbi in der Kiste und dann, oder, ha, googeln wir mal. Wie war das mit diesem Hadith? Ja, ja, authentisch, authentisch, achi. Achi, nicht geschieden. So geht das nicht. Sondern der schaut sich diese Überlieferungsketten an und vergleicht das und schaut sich die Person an. Gut, da geht es eine Person von mir aus, Abdullah ibn Abdurrahman, und da ist man sich nicht einig. Ja, da muss ich mal gucken, was haben denn die Gelehrten gesagt über diese Person? Kann man sein Hadith nehmen oder nicht? Ah, die sind sich ja schon wieder nicht einig, die Gelehrten. Und so weiter. Er studiert das. Wenn er diese Hadith studiert hat, schaut er sich danach den Konsens der Gelehrten an. Gibt es einen Konsens oder gibt es keinen Konsens der Gelehrten? Zum Beispiel bei der Scheidung. Wenn ein Mann dreimal hintereinander sagt, geschieden, ist es eine Scheidung oder sind es drei Scheidungen? Gibt es einen Konsens oder nicht? Der eine, in einem Buch heißt es, es gibt einen Konsens. Ist der Konsens auch richtig? Muss ich nachgucken? Muss ich nachforschen? Dann schaue ich mal. Nee, da gab es einen anderen Gelehrter, der hat was anderes gesagt. Also ist der Konsens nicht authentisch. Hat er den Konsens erledigt? Dann schaut er sich was an, dann schaut er sich Al-Khilaf an, die verschiedenen Ansichten. Ja, dann her mit mal, was haben die Hanabila gesagt? Also Imam Hanbal, Al-Ahmad ibn Hanbal hat eine Ansicht, aber sein Schüler Ibn Taymiyyah hat eine andere Ansicht. Der Ibn Qayyim aber wiederum stärkt die Ansicht von Ahmad ibn Hanbal und so weiter und so fort. Kommen wir zu Al-Malikiyya. Al-Malikiyya, da gibt es drei große Schulen. Was sagen die irakischen Malikiyya? Was sagen die Malikiyya in den Maghreb-Staaten? Was sagen die Malikiyya in Andalusien, in Spanien? Und so weiter und so fort. Das alles macht er. Und wenn er dabei einen Fehler gemacht hat, wird er dann belohnt oder bestraft? Dann wird er belohnt. Aber ein anderer, Facebook, guck ich mal. Kafir, klar wie Kloßbrühe, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Das ist Konsens. Wer hat diesen Konsens gesagt? Ibn Taymiyyah und Muhammad ibn Abdul-Wahhab. Ist das ein Konsens? Zwei Gelehrte, ist das ein Konsens? Das ist fatal, eine Katastrophe, was wir sehen bei den Menschen. Und diese Leute denken, glauben, dass sie zu denen gehören, ah ja, wenn ich Fehler mache, werde ich sowieso belohnt. Nein, hier geht es nicht um die Google und Facebook und YouTube-Leute. Wenn sie einen Fehler machen, werden sie belohnt. Es geht hier um die Gelehrten, die das alles studieren,
Al-Shafi'i wurde einmal gefragt und dann nach einer Sache, dann sagt er, komm bitte nach 3 Tagen zurück. Hat er gegoogelt? Der hat den Koran noch einmal durchgelesen, um zu gucken, was die Antwort war, weil er hat jede 3 Tage den Koran vollständig gelesen. Da kommt er irgend so ein Mensch daher und sagt, das ist ein Kafir. Und das Allerhärteste ist ja natürlich das Allerschönste. Schreibt er dir dann irgendetwas, ja, Aufruf zur Taube vom Schirk, ja, Habibi. Und dann sagt er, so, und damit habe ich Iqamatul Hujja. So, ich habe dir alles erklärt, du hast keine Ausrede mehr. Bitte was? Ahmed ibn Hanbal und ibn Taymiyyah haben mit den Gelehrten von denen geredet. Glaubst du, die haben nur Kaffee getrunken? Die haben mit ihnen geredet. Hör mal zu, das geht nicht, Sifatullah, das darfst du nicht. Allah hat Eigenschaften, guck doch mal, Qala Ta'ala und so weiter und so fort. Und trotzdem hat er sie nicht als Kuffar abgestempelt. Dann kommt irgendjemand dahergelaufen, der weder Arabisch kann noch irgendetwas anderes. Und schreibt da 5 Zeilen und sagt, so, das hat sich erledigt. So, damit, das ist genug. Wenn du jetzt immer noch deine Ansicht hast, dann bist du ein Kaff, Habibi. Das ist eine Katastrophe, was diese Menschen hier alles machen. Zum Abschluss schauen wir uns mal die Gelehrten an. Al-Imam Malik sagte, ich habe erst dann Urteile gefällt, nachdem ich 70 Gelehrte gefragt habe. Wen hast du denn bitte schön gefragt, ob XY, der zur Wahl ging, ein Kafir ist oder nicht? Wen hast du gefragt? Habe ich nicht gefragt. Ich habe in Facebook geguckt, ich habe in Google geguckt, dann habe ich gedownloadet und dann habe ich gesehen und die PDF-Datei. Und das ist doch kein islamisches Arbeiten. Und du wirst in der Hölle schmoren, weil du ohne Wissen geredet hast. Das muss man mal sich vor Augen halten. Und deswegen, Sheikh Abdul Karim Al-Khudair ist ein Gelehrter, der auch Bulugh al-Maram erläutert hat. Und er sagte, viele Menschen antworten ohne Wissen. Und dann gehen sie und recherchieren nach, dann finden sie, ihre Ansicht war richtig, dann freuen sie sich. Sie sollen sich nicht freuen, denn sie haben eine Sünde begangen. Auch wenn er richtig liegt. Und die andere Aussage, und zwar Al-Bara ibn Azib sagte, Ra'aytu thalatha mi'a min ahli Badr. Ich sah, traf 300 von den Leuten von Badr, die in der Schlacht Badr gekämpft haben. Ma fihim rajulun illa wa huwa yuhibbu al-kifayata fil fath. Jeder von denen wünscht sich, dass ein anderer antwortet an seiner Stelle. Und wir reden einfach so drauf los. Halal, haram, halal, halal. Halal, haram, haram. Kafir oder Muslim? Kafir. Diese Kafir sowieso. Obwohl er gar kein Wissen hat. Und dieser Mensch, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand zu seinem Bruder sagt, du bist ein Kafir, dann ist es einer von beiden. Dann ist es einer von beiden. Entweder er ist es, oder du bist es. Und wenn Ibn Taymiyyah, diejenigen, die die Kufr-Aussage klar und deutlich ausgesprochen haben, aber durch ihre falsche Deutung eben, dass er ihnen verziehen hat, das bedeutet, dass er sie nicht abgestempelt hat als Kuffar, wenn er das getan hat, wer bist dann du, der du noch kein Arabisch kann? Und selbst wenn er Arabisch kann, Arabisch, dieses Arabisch hier, Tunesisch und Ägyptisch und so weiter und so fort, ist das Arabisch? Das ist doch kein Hocharabisch. Wir reden hier von einem Arabisch, das heißt, dass du den Koran verstehst, dass du die verschiedenen Bedeutungen der Wörter verstehst und so weiter, den Satzbau verstehst. Das ist darum, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten und mehr als diese Erläuterung, wallahi, kann man, also ich persönlich kann da auch nicht mehr machen. Wer trotzdem in die Hölle gehen möchte und wer trotzdem Fatwa geben möchte, obwohl er nicht dazu in der Lage ist, wer nicht will, der hat schon und bitteschön, aber das soll eine Warnung sein für jeden von uns, dass wir nie reden über Menschen, ohne dass wir die Gelehrten gefragt haben, denn wir haben nicht diesen Status und dieses Wissen, dass wir selbstständig über Personen urteilen. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.